Hi und herzlich willkommen zum neuen Video auf unserem YouTube-Kanal Gefahren, dem Kanal rund um das Thema Elektromobilität. Wir wollen euch auf eine Reise mitnehmen, um die Elektromobilität zu erleben. Heute testen wir den VW ID.3 in der Pro-Version mit einer 58 Kilowattstunden Batterie und den 150 Kilowatt an Leistung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Den ID.3 in dem wunderschönen Mondsteingrau. Diese Farben kennen wir schon ungefähr aus der VW-Familie. Audi hat es im RS-Paket mit drin oder bei der RS-Familie mit drin. Porsche nennt das Ganze Kreide. Es sind keine Frage Nuancen an Unterschied, aber es geht immer in die gleiche Richtung. Zusätzlich haben wir hier einen sehr sportlichen Auftritt. Wir haben 19 Zoll Aufpreis Aluminiumfelgen, also über ein Sonderprogramm. Wir haben schwarz getönte Scheiben und schwarze Accessoires, was letztendlich dem ganzen Fahrzeug einen sehr, sehr sportlichen Auftritt bietet. Die Sportlichkeit des Fahrzeugs wird letztendlich auch unterstützt durch die abfallende Dachlinie, was einfach ein sehr, sehr sportlicher Auftritt ist. Plus im Grunde hier so einen kleinen Heckdiffusor, den wir angedeutet haben. Grundsätzlich unterscheidet sich der ID.3 gegenüber dem ID.4 in seiner Größe. In der Verbrennerpalette wäre es ein Vergleich zum Beispiel zwischen VW Golf, das wäre im Grunde der ID.3, und einem Tiguan, der einem ID.4 im Grunde entspricht. Aber ich würde jetzt sagen, wir steigen direkt ein und legen mal los. Wir sitzen jetzt hier im ID.3. Das Auto, und das ist der Unterschied, den man direkt feststellt, ist, er ist definitiv sportlicher, er ist spritziger als der ID.4. Der ID.4 und der ID.3 haben den identischen Motor drin, die 204, also 150 kW Variante, also 204 PS. Aber der ID.3 ist halt einfach leichter. Ja? Wir blenden euch ein, was der genaue Unterschied ist. Guck mal. So, wir haben sogar einen schwarzen Strich gezogen auf der Landstraße. Also der ID.3 ist definitiv, er ist heckangetrieben und er ist definitiv spritziger. Der hat tatsächlich gerade eben einen schwarzen Strich hingelegt. Krass. Also, er ist das deutlich schnellere und sportlichere Auto. Ich würde mir wünschen, den ID.3 mit der GTX-Motorisierung, also 300 PS, ich glaube, das wäre dann eine richtig kleine Rakete, was auch ein absoluter Sleeper wäre an der Stelle, weil das sieht man dem Auto einfach nicht an. Ja, da muss der Porsche schon richtig Gas geben, um am ID.3 vorbeizukommen. Der Innenraum ist ziemlich identisch gegenüber dem des ID.4. Es sind tatsächlich ein paar Nuancen an Unterschied. Jetzt sind wir zwar beim Innenraum, aber er marschiert einfach deutlich schneller. Wir messen nachher mal, wie schnell, weil das ist auch eine Frage, die von euch gestellt wurde auf Instagram. Wie schnell macht der Kerl das von 0 auf 100? Das testen wir nachher auf jeden Fall aus, weil er ist gefühlt ganze Ecke auch spritziger als der ID.4. Okay, aber kommen wir zum Innenraum. Wir haben eine engere Fahrkabine. Wir haben natürlich weniger Platz, weil wir ein kleineres Auto haben. Aber wir sitzen jetzt hier zu zweit drin. Wir sitzen nicht wirklich total pep oder eng aufeinander. Das fühlt sich immer noch gut an, aber was wir direkt merken ist, wir haben zum Beispiel kein 12 Zoll Display, wir haben nur ein 10 Zoll Display in Anführungszeichen. Hier haben wir die Bedienelemente, was die Lichteinheit anbelangt, ein bisschen auf einer anderen Seite, aber das sind eigentlich nur Rosse. Im Großen und Ganzen ist er ziemlich identisch aufgebaut. Wir haben hier Ablagefächer, wir haben hier das induktive Laden fürs Handy, wir haben hier Ablagefächer für entsprechend Getränke. Was wir hier haben im ID.3, was es im ID.4 nicht gibt, ist so ein Ablagenetz hier vorne tatsächlich. Aber im Großen und Ganzen ist es ähnlich oder fast nahezu identisch aufgebaut. Die komplette Tachoeinheit mit dem Wahlhebel für den Dauerbetrieb und für den Rückwärtsgang neutral parken ist identisch. Blinker, Scheibenwischer etc. ist identisch und die komplette Lenkradeinheit ist auch komplett identisch. Was wir hier auch verbaut haben, ist letztendlich das wunderschöne Glasdach, auch hier auch im ID.4 zu bekommen bzw. auch mit verbaut. Was definitiv ein Unterschied ist und was man merkt,
ist letztendlich einfach die Fahreigenschaften. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Der ID4 ist leichter und damit spritziger. Von der Aufmachung, von der Optik, fand ich den ID4 schon cool. Ja. Also das ist ein Riesenauto auch. Ja. Aber vor allem mit den 21 Zöller und sowas stand der ID4 einfach wunderschön da. Er jetzt hier mit den 19 Zöller sieht auch gut aus in dem Grau, aber vom Fahren her finde ich ihn besser. Ah, ganz klar. Sportlicher. Sportlicher, genau. Gegebenenfalls ist es so, dass die GTX-Variante, den müssten wir auch noch erfahren, im Grunde vielleicht dem wieder nahe kommt oder sogar noch ein bisschen sportlicher als er hier jetzt. Wie ihr wisst, haben wir jetzt ja erst begonnen mit dem Kanal. Wir fahren. Unser großes Ziel ist es letztendlich, die Elektromobilität erlebbar zu machen. Um das machen zu können oder um euch auch die Autos zeigen zu können, kriegen wir gerade eine unglaubliche Unterstützung vom Autohaus Weber an der Stelle. Und dafür möchte ich einfach nochmal Danke sagen, weil das ist einfach nicht normal auch an der Stelle. Aber um auch zukünftig wachsen zu können, um mehr euch auch zeigen zu können, bin ich auf eure Unterstützung angewiesen. Liked uns bitte, lasst uns ein Abo da hier auf YouTube. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr mich auf Instagram, also die Seite auf Instagram, abonnieren könntet. Und da erfahrt ihr auch letztendlich immer, welche Autos wir aktuell da haben, wie unsere Planung aussieht. Wir laden dort Carporns hoch, Reels entsprechend. Also unterstützt uns bitte auf Instagram. Auf Facebook haben wir auch eine Seite. Und auf YouTube natürlich bitte nutzt fleißig das Kommentierenfeld und sagt uns, was ihr gern sehen möchtet oder was euch nicht gefallen hat, was euch gefällt, wo wir uns zukünftig verbessern können. Ich sage schon mal Dankeschön dafür. Ja, da wäre vielleicht auch noch zu erwähnen an der Stelle, dass wir E-Sound ist eigentlich keiner wahrzunehmen. Also ganz leichtes Säuseln, aber das ist extrem gering im Hintergrund. Ich würde mal sagen, sobald wir Musik hören würden jetzt an der Stelle, würde man von dem E-Sound nichts hören. Jetzt gucken wir mal. Wir laden voll durch und ja, kommen gut am LKW vorbei. Und 120. Ja, E-Sound nicht wahrnehmbar, aber sehr leise. Und das ist das Schöne beim Elektrofahren. Sehr ruhig, sehr komfortabel, deutlich weniger gestresst alles. Bezüglich Assistenzsysteme schenken sich der ID4 und der ID3 nichts. Also es sind die identischen Assistenzsysteme, sowohl im ID3 als auch im ID4. Geladen werden kann der ID3 sowohl AC mit 11 Kilowattstunden und mit DC bis zu 150 Kilowattstunden. Und wir testen mal, was jetzt hier die Ladesäule hergibt. So, wir haben jetzt gerade eben die Verbindung zum Auto aufgebaut. Wir laden jetzt, der Ladestrom, die Ladespannung haben sich aufgebaut und wir laden jetzt hier mit 37,7 Kilowatt. Wir haben jetzt 25 Minuten von 79% bis 100%. Wir gehen jetzt einfach mal einkaufen und gucken, wie weit wir geladen haben. Ihr habt Fragen auf Instagram gestellt. Unter anderem die Frage, wie viel passt in den Kofferraum des ID3s? Ja, wir haben jetzt gerade eben unseren Einkauf getätigt fürs Büro. Wir haben entsprechend 4 Kisten Wasser, bisschen Müsli, bisschen Milch etc. Ja, hier wird es jetzt schon aufgrund der Beugung schon ein bisschen eng mit einer weiteren. Vielleicht kriegen wir noch eine Kiste hier rein. Aber ich hätte gesagt, 5 Kisten Wasser. Ist schon nahezu das Maximum und von der Höhe her haben wir auch nicht mehr so viel Platz nach oben. Ja, für den Familienwocheneinkauf ausreichend. So, wir haben gerade eben hier an der EMBW unseren ID3 geladen. Wir sind jetzt wieder bei 100%. Wir haben eine Reichweite von 342 Kilometer und ich schaue mal ganz kurz in der Mobility App live nach. Ja, wir haben jetzt gerade eben für 5,80 Euro geladen und zwar 12,6 Kilowattstunden. Das ist teuer. Diese Schnelllader sind einfach teuer, bin ich der Meinung. Ja? Weil wenn ich jetzt überlege, wir haben einen Verbrauch von knapp 20 Kilowattstunden und wir haben jetzt 12,6 Kilowattstunden nachgeladen, dann haben
Da sind es 10 Euro. Nicht ganz, aber ich finde es teuer. Ich finde es teuer. Überzeugt, also das überzeugt mich noch nicht so wirklich. Ich glaube, die Konzepte sind deutlich schlüssiger, wenn man zu Hause lädt. Also zu Hause lädt über eine PV-Anlage und dann nur immer wieder mal, zum Beispiel wenn man auf Langstrecke unterwegs ist, sich diesen Schnellladern bedient. Aber jetzt hier tatsächlich, gut, es kann vielleicht auch sein, weil wir halt von 80 auf 100% geladen haben, dass es deswegen so teuer war an der Stelle, aber ich finde es teuer. Eine Frage, die ihr auch auf Instagram gestellt habt, ist letztendlich, wie schnell ist der ID3 von 0 auf 100? Und genau das werden wir jetzt mal testen. Wir stehen hier an der Ampel und geben mal Gas und gucken mal, was dabei rauskommt. Wir haben ihn leicht vorgespannt. So, es geht leicht bergauf. Ja, 3,8, 060 und eine 8,2 auf 100. Das heißt, er ist eigentlich identisch schnell wie der ID4 und das finde ich schon Wahnsinn. Jetzt gucken wir mal, was hier nochmal hinkriegen. Das ging nicht leicht bergauf. Hier kriegen wir es bergab nochmal hin. Wir bleiben einfach nochmal stehen. Genau. Und spannen vor und los geht's. Das war nicht schlecht. Und jetzt bleibt es auch wirklich fast eben hier. Hat er die Zeit? Nee, du bist nicht. Doch, eine 8,06. Also angegeben ist er auch tatsächlich mit 8 Sekunden von 0 auf 100. Das ist die Werksangabe von VW. Die haben wir jetzt auch gerade eben wieder eingefahren. Von dem her 0 auf 100 in 8 Sekunden. Am Tagesende bleibt die Frage, für wen eignet sich der ID3 und wann nehme ich den ID4? Der ID3 eignet sich super für kleine Familien, die den normalen Alltag gestalten wollen und gegebenenfalls noch ein größeres Auto im Portfolio haben, sodass sie einfach auch gegebenenfalls mit einem größeren Auto in den Urlaub fahren können. Auch hinsichtlich der Reichweite des Autos. Wir haben ja hier mit der 58-Stunden-Batterie eine Reichweite, die theoretisch angegeben wird von VW mit 420 Kilometer. In der Realität hätte ich gesagt, sind es eher tendenziell 350 Kilometer. Das dürfte relativ realistisch sich darstellen lassen. Der ID4 hat einfach noch mal ein bisschen mehr Reichweite, obwohl es den ID3 auch mit einer größeren Batterie gibt. Aber der ID4 hat einfach ein bisschen mehr Platz in allen Belangen und eignet sich somit als vollwertiges Familienauto. Und hier beim ID3 haben wir letztendlich einen kleinen, spritzigen Flitzer, der sich für kleine und junge Familien eignet. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir mit dem ID3, weil es einfach ein kleiner, lustiger Flitzer ist. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet und sage bis bald. Ciao.